Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hier auf meinem Kanal gibt es schon einige Videos, in denen ich euch meine Biokiste vorstelle, die ich immer am Freitag bekomme. Also freitags ist bei uns Biokistentag und seit über 14 Jahren bestelle ich hier schon bei einem regionalen Bauern viele regionale Obst- und Gemüsesorten und ab und zu kauft er auch im Großhandel dazu. Und immer wieder werde ich gefragt, oh, wo bestellst du deine Biokiste? Vielleicht könnte ich da auch bestellen. Also mein Bio-Bauer, der liefert nur regional, also in Leipzig und Umgebung. Und vielleicht wäre diese Biokiste, die ich euch heute vorstelle, etwas für euch. Vor einigen Wochen bekam ich die Anfrage von Ete Betete, ob ich eine Biokiste von ihnen testen möchte. Und das Besondere an Ete Betete ist, dass sie Obst und Gemüse retten. Also Obst und Gemüse, was nicht den Standards entspricht, mit der Gurken, die zu krumm sind, oder Äpfel oder Orangen, die so einen kleinen Makel an der Schale haben. Und dieses Obst und Gemüse wird gerettet und dann in Biokisten, da gibt es auch verschiedene Verpackungen und beziehungsweise verschiedene Angebote, die zeige ich euch dann noch, an die Kunden, an die Interessenten verschickt. Leider ist es so, dass ein gewisser Teil der Ernte in konventioneller, aber auch biologischer Landwirtschaft aufgrund ihres Aussehens aussortiert werden. Dieses Obst und Gemüse entspricht nicht den optischen Vorstellungen von Supermärkten und werden deshalb vorher schon aussortiert und dann oftmals entsorgt. Und das ist total schade, weil dieses Obst und Gemüse, auch wenn sie Makel an der Schale haben, auch wenn eine Gurke krumm ist, schadet das ja nicht dem Geschmack. Die Früchte und das Gemüse ist ja trotzdem lecker, nur weil an der Schale ein Schaden ist oder nur weil eine Möhre auf einmal drei Wurzeln hat oder eben eine Gurke krumm, heißt es ja nicht, dass sie weniger gut schmeckt als die geraden Gurken oder die Möhre mit nur einer Wurzel. Irgendwo habe ich gelesen, dass es manchmal vorkommen kann, dass bis zu 50% der Ernte aufgrund optischer Mängel aussortiert wird. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das auch für die Landwirtschaft bedeutet, wenn Ackerland umsonst bewirtschaftet wird, also wenn fruchtbarer Boden umsonst kultiviert wird und das Obst und Gemüse einfach entsorgt wird. Ete Betete hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Obst und Gemüse, was sonst auf dem Müll landen würde, einfach an ihre Kunden zu liefern und somit Obst und Gemüse zu retten und kein Obst und Gemüse, keine Ressourcen zu verschwenden. Ete Betete steht für eine kurze Lieferkette, manchmal auch wirklich für krumm und schief, steht für 100% Bio, steht für einen effizienten Anbau, steht für nachhaltige Verpackung und steht dafür, dass es eben keine Verschwendung in der ökologischen Landwirtschaft gibt. Ete Betete ist ein Startup aus München, das ein Auffangbecken für extravagant aussehendes Bio-Obst und Gemüse geschaffen hat. Ete Betete wählen ihr Obst und Gemüse nicht so aus wie normale Supermärkte, denn sie finden, dass auch bei Obst und Gemüse die inneren Werte zählen. Deshalb kann es auch sein, dass in den Boxen eben auch mal dreibeinige Karotten oder zu krumm gewachsene Gurken enthalten sind. Ete Betete setzt sich dafür ein, dass kein Obst und Gemüse weggeschmissen werden muss, dass alles gut verbraucht wird. Ete Betete arbeitet eng mit Biolandwirten ihres Vertrauens zusammen, um gemeinsam mit ihnen das Gemüse zu retten. Bei Ete Betete gibt es verschiedene Boxen, die ihr euch bestellen könnt. Zum Beispiel gibt es eine Gemüsebox Classic oder eine Gemüsebox Family oder eine Mixbox Classic. Dann gibt es auch eine Mixbox Family, eine Obstbox Classic und eine Obstbox Family. Des Weiteren gibt es eine Rohkostbox Classic wie auch eine Rohkostbox Family. Und ich habe die Rohkostbox Family getestet. Ich habe heute ein Paket von Ete Betete bekommen. Schlau, frisch, anders. Direkt vom Feld in deine Box. Das Paket ist auch sehr interessant. Es fehlt jegliches Klebeband. Hier ist eine Lasche. Da werde ich jetzt gleich dran ziehen und so kann ich dann das Paket öffnen. Du bist ein Gemüseretter, schlau, frisch, anders. Danke, dass du ein Teil von Ete Betete bist.
direkt vom Feld in deine Box. Mit dieser Box hast du folgende Ressourcen geschont: CO2-Emissionen, Wasser, Arbeitszeit. Besser als im Supermarkt. Keine Lebensmittelabfälle. Supermärkte wissen natürlich vorher nicht, wie viele frische Lebensmittel ihre Kunden letztendlich kaufen. Dadurch kommt es in der Regel zu Überbestellungen, die am Ende leider im Müll landen. Schade, das passiert uns nicht, denn wir kennen die genaue Menge an Obst und Gemüse, die jede Woche durch euch gerettet wird. Kürzere Lieferkette. Bis das Gemüse und Obst im Supermarkt landet, läuft es vorab durch viele verschiedene Stationen wie Vermarkter, Großhandel, Verpackungsbetriebe, Verteiler etc. Es muss also mehrfach von vielen LKWs durch die Gegend transportiert werden. Irgendwie ineffizient, finden wir. Daher kaufen wir das Gemüse direkt beim Erzeuger, verpacken es bei uns und schicken es mit CO2-neutralem Versand zu euch. Umweltschonender Anbau. Wir beziehen unser Gemüse von Biolandwirten, die bereits beim Anbau auf umweltschonende Methoden achten. Cool, finden wir, denn die liebe Natur hat so auch mehr Zeit, das Biogemüse und Obst wachsen zu lassen. Wer am Ende etwas davon hat? Ihr natürlich. Denn ohne Überzüchtung und Überdüngung sind auch Geschmack und Qualität viel besser. Ein Blick in die Kiste, wenn ich mich recht erinnere, ist das die Rohkostkiste mit Obst und Gemüse für Familien. Hier in diesem Fach befinden sich zwei Orangen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die für meinen Heavy Metal Detox Smoothie verwende. Für dieses Rezept benötige ich eine Orange. Dann haben wir hier einen Apfel und hier unten noch eine Mango. Also Apfel und Mango, das sind Früchte, die ich meistens mono oder pur esse, ohne irgendwas zuzubereiten. Obwohl, bei der Mango fällt mir ein, wenn die schön reif ist, mixe ich mir jetzt in letzter Zeit auch gern mal einen Smoothie, entweder mit Brennnessel oder Lindenblättern oder auch jungem Spinat. Und dann noch ein bisschen Wasser dazu, Kurkuma und Vanille. Ist auch ein sehr feiner, einfacher grüner Smoothie. Hier ist noch ein Apfel dabei, auch noch Möhren, eine Birne und Avocado. Da fällt mir ein, man könnte aus der Avocado einen schönen Dip machen, noch mit Knoblauch, Zitronensaft, frischen Kräutern und dann dazu die Möhren dippen. Das war zu den Anfangszeiten meiner Rohkosternährung eines meiner Lieblingsgerichte. Sehr einfach, aber schmackhaft. Die Birne würde ich auch einfach mono und pur essen, wenn sie schön reif ist. Dann haben wir hier rote Paprika. Ich weiß nicht, ist da noch ein Paprika? Genau, es sind zwei Paprika. Also ich bin ja eine Liebhaberin von Monomahlzeiten, von so einfach und pur wie möglich. Also auch die Paprika würde ich einfach so frisch knabbern. Dann haben wir hier Nektarinen. Die lassen wir schön nachreifen und dann ist das eine kleine Mono-Obstmahlzeit. Hier gibt es etwas Verpacktes. Das sind kleine Tomaten. So sehen sie aus. Kleine Tomaten esse ich auch am liebsten einfach so. Oder ich mixe mir vielleicht mal eine Suppe aus Gurke und Avocado und dann halbiere ich so Tomaten und dann löffel ich diese erfrischende Rohkostsuppe. Hier in diesem Fach befindet sich auch noch ein Apfel. Und das sind Orangen. Das sind Orangen. Dann haben wir hier noch ein größeres Fach, auch nochmal einen Apfel, eine Zitrone, hier ein großer Rettich. Rettich ist auch ein feines Rohkostgemüse. Also entweder schneide ich mir den Rettich schälig, schneide ich den in Scheiben und dann gebe ich darauf selbstgemachtes Bärlauchpesto und schön selbstgezogene Sprossen. Oder aber ich raspel den Rettich mit zum Beispiel Gurke und Radieschen. Dann kommen auch Sprossen dazu. Ein bisschen Zitronensaft, eventuell ein bisschen kaltgepresstes Öl. So kann ich mir die Zubereitung des Rettichs ganz gut vorstellen. Da haben wir noch eine Gurke, schön krumm. So muss eine Gurke aussehen. Nicht unbedingt immer gerade, sondern die darf auch gerne mal krumm sein. Das ändert ja nichts am Geschmack. Und dann haben wir hier noch eine Ananas, eine kleine Ananas. Das ist also die Familienkiste, Obst und Gemüse, also die Rohkostkiste.
Ich werde nach wie vor bei meinem regionalen Biobauern bestellen. Wie schon erwähnt, ich bestelle da schon seit über 14 Jahren und mir ist vor allem die regionale Kost sehr wichtig und ich bestelle ja auch oft frische grüne Lebensmittel, Salate oder eben auch im Winter Feldsalat, Grünkohl, und meine grünen Lebensmittel werden einen Tag vorher geerntet und ich bekomme sie dann am nächsten Tag vormittags frisch ins Haus geliefert. Aber für Obst und Gemüse ist diese Box auf alle Fälle eine sehr gute Möglichkeit, mit dazu beizutragen, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit dem Gutscheincode Silke Leopold, ich werde das auch nochmal unter diesem Video hinsetzen, beziehungsweise auch im ersten angepinnten Kommentar, auf so eine Box von Ete Petete 5 Euro Rabatt zu bekommen. Ich werde euch auch den Link zu Ete Petete unter dieses Video setzen. Schaut euch einfach mal die Seite an, schaut euch nochmal genau an, wer hinter Ete Petete steht, beziehungsweise für was Ete Petete steht. Dann könnt ihr gern eine der Boxen einfach mal testen. Was haltet ihr von dieser Möglichkeit, Obst und Gemüse aus biologischer Landwirtschaft zu retten? Ist es euch egal, ob die Gurke oder die Möhren krumm bzw. dreiwurzelig sind? Nehmt ihr auch gerne Äpfel oder anderes Obst mit Schadstellen an der Schale? Ich freue mich über unseren Austausch. Lasst gerne einen Kommentar unter diesem Video und teilt eure Meinungen, Gedanken und Erfahrungen zu dieser Thematik. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.